Basti! Da ist die Barnstorm! Komm schon, Vati! Sag mal, heute ist doch der Tag, nicht? Ja. Was denn für ein Tag? Der schönste aller Tage. Wohl, weil die Sonne scheint. Nein, weil es Geld gibt. Also, Vati, heute ist doch der Tag, nicht? Richtig. Und da ist dein Geld, Dusty. Mensch, 4 Groschen. Toll. Jetzt bin ich bald Millionär. Sicher, wenn du fleißig sparst. Ach, und Dusty, einer, der wirklich mal Millionär werden will, der redet nicht so irgendeinen Blödsinn über Tiere, die reden können. Aber Vati, sie sprechen wirklich mit mir. Ganz großes Ehrenwort. Moment, Junge, ich habe ja eben von Millionären gesprochen. Wenn du natürlich kein Millionär werden willst, können die Tiere schon ruhig gut, mit Vati, dir... Schon gut, ich rede nicht mehr darüber. Mann, 4 Groschen habe ich. Mein armer Junge. Meint, er könnte mit den Tieren reden. Haben Sie eben mit meinem Jungen gesprochen? Ja. So ein Dummerich. Mit Tieren reden. Oh, jetzt habe ich einen verloren. Ah, da liegt er ja. Was ich finde, gehört mir. Den habe ich eben verloren. Dann hättest du eben besser aufpassen sollen. Alle mal herhören, Herr Sauertopf hat mir eben einen Groschen gestohlen. Was? Glauben Sie ihm kein Wort. Würde ich denn jemals so tief sinken? Na klar. Ich meine, wem wollen Sie glauben? Einem erwachsenen, gebildeten Menschen wie mir oder einem albernen Kind, das sich einredet, mit Tieren reden zu können? Wieso? Behauptet der Junge vielleicht, Sie reden mit ihm? Er kam hier auch irgendwie komisch vor. Das stimmt. Ja, der Junge ist wirklich merkwürdig. Was steht ihr hier rum und schwatzt, Leute? In 5 Minuten fängt die Vorstellung an. Vati, Vati, lauf nicht weg. Er hat mir einen Groschen geklaut. Lass mich hier wieder runter. Und nun zeigen wir Ihnen die unwahrscheinlichste Nummer, auf die Sie schon lange gewartet haben, meine Damen und Herren. Und natürlich Kinder. Wir präsentieren Ihnen den Bären. Er wird das noch nie Dagewesene vollbringen und von da oben runter hier durch eine Wand von Feuer springen. Und schon brennt es. Während der Arbeit machen wir keine Faxen. Dafür gibt's kein Geld. Auf die Weise wird aus dir nie ein Millionär werden, Dusty. Ich werde nie Millionär werden, aber nicht deswegen. Der freche Sauertopf hat mir schon einen Groschen gestohlen. Gestohlener Groschen von Dusty. Hilfe! 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 Was? Warum? Wieso? Weshalb? Weswegen? Feuer? Bin ich schon dran? Hilfe, Leute! Hilfe! Armer Sauertopf! Er will schwitzen! Lieber Himmel, was machen wir bloß? Mach Platz, Leute! Weg da! Der Bär kommt ihm zu Hilfe! Jetzt zeig, was du kannst! Wir haben alles gerettet, was Sie aus dem Fenster geworfen haben, Sauertopf. Sie meinen? Ja, wir haben Ihre Bücher kontrolliert.
Jetzt wissen es alle und trotzdem hast du mir noch Blumen mitgebracht, Dusty. Jetzt kommt es mir auf einen lumpigen Groschen nicht mehr an. Jetzt bin ich nämlich schon dreiviertel der Millionär. Wirklich? Wie denn das? Dusty hat einen 50er zur Belohnung gekriegt. Und der Bär hat eine Flunder gekriegt. Nein, in Wirklichkeit war es eine Plattge... Sie haben doch hoffentlich nicht gedacht. Ich will den wieder... Setzen Sie mal den Hut richtig auf.